Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, so getrost dem Motto, wo gestern meine Leber war, ist heute eine Minibar. Wir haben den ersten und ich versuche jetzt diese Aktien zu zeigen, die ich für irgendwelche Gründe interessant halte. Es gibt einen Punkt, das ist der hier, oder einen Teilbereich, macht es diesmal ein bisschen anders. Das sind die Aktien, die positiv sind. Und warum ich das so sehe, zeige ich euch hier ein Beispiel von Airbus. Airbus, hier sind sie. Das ist jetzt immer der Wochenchart. Das ist also Wochenausblick. Die Airbus sind von mir, von der Technik hier werden sie positiv. Sie sind für den Stochastik positiv. Sie haben die 200-Wochenlinie gesehen und verteidigt. Sie liegen oberhalb von 20-Wochenlinien. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut. Bei Airbus kommt dann, ich bin ja ein technischer Analyst, aber ich gucke natürlich auch auf die Nachrichten. Da haben sie letzte Woche 60, eine Order über 60 Flugzeuge bekommen von Lessor Aviation Capital. Keine Ahnung, wer das ist. Und sie haben einen bekommen über 40 Maschinen der Reihe A320 Neo von der Aviation Capital Group. Also das geht jetzt langsam wieder los. Dieser Bereich hier, der gefällt mir ganz gut, weil das ist das Prä-Corona-Hoch. Da sind wir, also das ist so mehr oder weniger das Ziel, da sind wir ganz grob bei 140. Das sind also Geschichten, das können die locker mit diesem Anlauf schaffen. Schwierig würde es werden, wenn wir diesen Bereich hier, das ist die 95,70, unterböten. Das wäre dann nicht so schön, ja, aber das sehe ich jetzt momentan vor dem Hintergrund von diesen Indikatoren eigentlich nicht. Deswegen ist die in einer Liste bei mir, da sind nicht viele Werte drin, ich hole sie nochmal rein, die positiv sind. Dazu zählen bei mir noch die AXA, die E.ON, die Nokia, Arubis und Hannover Rück. Das ist dieser Teilbereich. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. So, und jetzt komme ich zu der Gruppe, die habe ich so genannt, Aktien auf hohem Niveau mit weniger Potenzial als Risiko. Das sind also Werte so wie Linde, LVMH, Merck, L'Oréal, Pernod, RWE, Siemens, Healthineers, die Symrise, GEA, K&S, Apple, Kering, Microsoft und Nike. Und ich möchte es mal an dem Beispiel von Apple zeigen. Das ist Apple hier. Auch hier wieder der Wochenchart. Das hier war das Corona-Tief. Ja, da sind wir also bei 52 und jetzt stehen sie bei 180. Das ist der Dollar-Chart. Ja. Technisch wirklich angespannt, sehr, sehr hohes Niveau. Ja, war schon höher an diesem Peak hier. Und so ein Peak, beziehungsweise ein Abfall nach einem Peak, den erwarte ich also auch noch. Hier war es von, was waren das, 138, 100 auf die 103. Ja, mal so ganz grob 35 Dollar seinerzeit und das waren so 30%. Und sowas erwarte ich hier auch. Apple handelt, ich gehe mal ein bisschen näher ran, handelt auf seinem All-Time-High. Ja, haben sie richtig schön zum Jahresende nochmal draufgehauen, im Sinne von nach oben geschoben. Und die sind an ihrem All-Time-High. Wenn die den Bereich hier von 182,13 rausnehmen, davon muss ich mal in den ersten paar Tagen ausgehen, habe ich durchaus eine Chance auf 200, aber viel mehr ist es nicht. Ich glaube, Apple braucht eine Pause. Schwierig wird es für Apple erst unter 138, da sind wir aber weit von weg. Ich bin ein großer Apple-Fan. Ja? Ich habe iMacs, ich habe, wie heißt das kleine Ding da, MacBook Air oder sowas. Ich habe iPhones, ich habe iPads. Bei mir sage ich alles Apple. Nur ich muss sagen, langsam geht es mir auf Geist. Ich habe ein iPhone 11. Das ist das schlechteste Handy, was ich je hatte. Das hängt sich laufend auf. Dann stimmt hier was nicht, dann stimmt da was nicht. Also, das ist das letzte Apple-Handy, was ich gekauft habe. Muss ich ehrlich sagen. So ein Handy, ich bin da nicht so affin. Ich halte so ein Ding 3, 4, 5 Jahre. Ja, aber wenn das jetzt noch 2 Jahre hoffentlich durchhält, sagen wir es mal so, dann kommt mir kein Apple-Handy mehr ins Haus. Mir ist das alles klar mit Metaverse. Verstehe ich alles. Aber das allein reicht nicht, um die teuerste Firma der Welt oder sagen wir mal, die wertvollste Firma der Welt noch viel wertvoller zu machen. Ich werde also hier langsam sehr, sehr vorsichtig. Ich sehe einfach nicht, dass die noch viel Potenzial nach oben haben. Ich glaube es nicht. Und vor dem Hintergrund haben die sich und die anderen Werte, ich mache es hier nochmal rein, die ich erwähnt hatte, die sind sensationell gelaufen. Richtig gut. RWE ist vielleicht so eine kleine Ausnahme. Aber auch eine Pernod, klasse. Jetzt ist Weihnachten vorbei, Silvester ist vorbei. Ja, auch der gemeine Franzose trinkt mal nicht 2 Flaschen Absinth oder Pernod, also Pastis in 2 Monaten. Ja, das wird dann auch mal wieder ein bisschen langsamer.
Ich glaube, dass diese Werte, die gut gelaufen sind, die haben sich jede Pause verdient und die sollten dann auch mal einfach mal ausatmen. So, jetzt beginnt da bei mir, bei Apple, ein Problem. Apple mit per Freitag 2,587 Billionen Börsenbewertung. Wenn die eine Pause einlegen bzw. fallen, dann können sich 97 Werte abstrampeln, wie sie wollen, dann fällt auch die Nasdaq. Ich habe das im Jahresausblick mal so ein bisschen gesagt. Die Apple sind bei mir hoch ohne nennenswertes Potenzial. Zweitgrößte Alphabet findet ihr bei mir unter der Liste neutral. Und auch die Amazon, die haben ja schon mal einen schönen Kick nach unten bekommen von, ich glaube, $300. Die sind bei mir auch neutral. Also, ich kaufe keine Apple mehr auf dem Niveau. Ich mache das nicht mehr. Auch keine Option. Ich schaue jetzt mal eher, ob ich da vielleicht Optionsscheine finde. Sagen wir mal mit einer 9-Monats-Laufzeit am Geld, so $180. Sowas in der Art als Put. Ich will die nicht haben. Jetzt kommen wir in den Bereich rein, Aktien, die bei mir negativ sind. Ja, Heidel Zement, HelloFresh, Vonovia, Auto1, Cancom, Fuchs, LEG Immobilien, BYD und Neil. Ich habe das jetzt mal an einem Beispiel von hier Vonovia gemacht. Moment, hier, Vonovia Wochenchart. Die haben sich erheblich verbraucht im Bereich 60. Durch ihre ganzen Übernahmen, die sie gemacht haben. Sorry, die müssen erst verdaut werden. Wir haben auch eins gemacht, wir haben diesen Bereich hier, den Schnibbel hier nehme ich nicht so ernst, sondern ich gehe hier oben an die 50, den haben wir auch wieder unterboten. Wir sind unterhalb der 200-Wochen-Linie. Es ist ein A, B, C und hier entsteht ein neues B. Ich möchte den Vonovia durchaus zutrauen, dass sie hier in den Bereich 50, 52, vielleicht so bis zur 20-Wochen-Linie gehen können. Das ist bei 52,66, aber ich gucke da erst wieder einen positiven Sinn drauf, wenn wir hier drüber sind. Wir sind noch weiter negativ, sowohl vom Trendfolger als auch über den Oszillator. Da ist nichts für mich. Das sind also Aktien, von denen ich glaube, ich mache hier nochmal die Liste rein, von denen ich glaube, wenn der Markt fällt, werden die mehr fallen. Ich habe auch eine Neil sogar im Depot, allerdings von einem tieferen Niveau und ich lasse die jetzt erstmal laufen. Neil ist also eine Geschichte, die gehen mal flott von 1,80 auf 1,50 und von 1,50 auf 1,80. Das ist mehr so ein Zock, aber das wär jetzt, da würde ich jetzt nicht meine Rentenversicherung drauf aufbauen. Also überhaupt nichts. Ne? Vonovia und LEG Immobilien sind da drin. Also zwei Immobilienfirmen. Ja? Jetzt, glaube ich, hat das nichts zu tun mit der Ampelregierung, also im Sinne von Mietendeckeln oder so. Ich glaube einfach, dass wir sind an einem Ende der Mieterhöhung angekommen. Und ich glaube nicht, dass das nennenswert weitergeht. Ich meine, München ist, glaube ich, eine der teuersten Städte der Welt, was die Mieten angeht. Aber auch hier ist das langsam ausgereizt. Die Leute sind nicht mehr bereit, diese Mieten zu zahlen. Problem ist, es kommen immer mehr Leute hier nach München. Ja, jetzt kommt Apple irgendwann. Das sind dann auch ein paar tausend Wohnungen, die da gesucht werden. Das ist es, was es hochhält. Aber ich glaube, wir sind an einem Niveau, wo die Mieten nicht mehr nennenswert steigen und ich glaube, dass sie eher fallen. Das ist meine Meinung, ja. Und das wird so eine Vonovia, ein LEG, das wird das halt hier auch treffen. So, das war dieser Teil. Kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich persönlich am spannendsten finde. Das sind die Aktien, im Hintergrund seht ihr schon BASF, die teilweise auf sehr tiefem Niveau sind und sich anschicken, nach oben zu drehen. Ja, da ist sowas drin wie Adidas, da habe ich neulich einen extra Film für gemacht. Da sind auch die BASF, da gehe ich gleich drauf ein. Da ist die Bayer, die haben natürlich ihre Glyphosat-Geschichte. Es sind verschiedene Banken, Santander, BNP, Deutsche Bank, da ist auch irgendwo die Commerzbank, müsste da eigentlich auch drin sein. Aber ich mag die, ja. Da ist doch das Reisezeug drin, ja. TUI, ja, Accor, so Sachen. Ja, wir wissen alle, dass irgendwann die Reisen wieder anfangen. Vielleicht ist es noch nicht so weit. Vielleicht gibt es aus Omikron noch ein was weiß ich, wie es dann heißt. Ja. Aber ich denke, auf diesem Niveau sind so Sachen wie Lufthansa, Fraport, kann man zumindest anfangen. Also wenn Sie da, ich sage jetzt mal, 500 Aktien kaufen wollen, sollten die ersten 150 bis 200 hier auf diesem Niveau gekauft werden. Gerade Lufthansa ist so ein Fall, das fällt mir immer wieder auf in den letzten, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen. Selbst wenn die mal 10% runtergehen in 2, 3 Tagen, dann ist das immer ein Auffangniveau gewesen.
Das heißt, dann sind die immer von 55 hoch auf 610 oder wie auch immer. Das kann man sehr schön spielen. Ich würde jetzt auch nicht mein Haus beleihen und Lufthansa-Aktien kaufen, aber in diesem Fall muss ich sagen, ich glaube, die gehen eher auf die 10 als auf die 5. Egal, was da jetzt noch kommt. Da sind so Sachen drin wie Activision Blizzard, ja, böse Hintergrundgeschichten, ja, mit Sex und Crime, alles dabei, dann die Spiele zurückgezogen und so weiter, aber auch die sind auf einem Niveau, wo sie mehr Potenzial als Risiko haben. Das gefällt mir und das mache ich jetzt mal, also ich lese sie jetzt hier nicht alle vor, da wird ja doof bei, aber ich zeige euch mal anhand der BASF, was ich meine. BASF hier, das ist das März-Tief, also das Corona-Tief, ja, da waren sie bei 37 und dann sind sie richtig schön hochgegangen auf 72. Auf ihr Prä-Corona-High, bisschen drüber. Korrigieren jetzt wunderbar hier auf das 38er FIBO-Niveau von dieser Bewegung hier, korrigieren da ganz toll am unteren Band. Mitdrehen der Stochastik, mitdrehen MACD, hängen jetzt schon an der 20-Wochen-Linie. Das gefällt mir gut. Das nächste Ziel ist bei mir, bei denen, also mindestens die 200-Wochen-Linie, aber eher das hier, da sind wir bei rund 70. Also das sind so Geschichten, die gehe ich nicht mehr short. Ich liege falsch, wenn wir ein neues Low machen. Und das war hier bei 56, wo ist denn meine Brille? 56, bei 57, runden wir es auf 57. Unter dieses Niveau sollten Sie bitte nicht gehen, 57 mit Schlusskurswoche. Aber sowas gefällt mir. Ich mache mal nochmal die Lufthansa rein, damit ihr das auch seht. Kann ich auch noch besprechen. Lufthansa, Prä-Corona hoch sind wir hier. Das ist da, ne, im Extremfall sogar da, aber das nehme ich nicht. Ich nehme das hier, das ist Prä-Corona hoch, 11,20. Fett gefallen, korrigiert, wieder fett gefallen. Wunderschönen Boden gemacht um die 5. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Bei 10-mal höre ich dann auf. Sieht cool aus. Ich mag die. Ja. TUI ist hingegen so eine, sagen wir mal, Sondersituation. Die Lufthansa haben ja ihre Schulden zurückgezahlt. Ja, und jetzt haben sie natürlich auch Schwierigkeiten bekommen, weil viele, viele Bodenpersonal bzw. Flugbegleiter, Sternchen innen, sind krank gewesen, Piloten sind krank gewesen, mussten sie alle möglichen Flüge annullieren. Doof gelaufen. Aber die Lufthansa ist da. Andere Fluggesellschaften gehen gerade eben pleite, ja, bieten sich auch neue Chancen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass Lufthansa nochmal eine Kapitalerhöhung macht und die sollte man begleiten. Ich mag Lufthansa wirklich sehr, genauso wie ich Fraport sehr mag. Aber TUI, um darauf zurückzukommen, wo sind denn hier die TUI? Hier sind die TUI. Ja, technisch ähnlich, auf traditionelle Sichtweise ein Kaufsignal, auf moderne Sichtweise schon seit 2-3 Monaten Kaufsignal. Stochastik geht hoch. Wir waren am unteren Band. Wir haben nochmal ein Doji hier gebaut. Wir sind schon an der 20-Wochen-Linie. Ja, ich mag die TUI auch, aber die TUI ist ein Zock. Das ist ganz, ganz schwierig für mich zu sehen, wie der dieser Verschuldungsgrad ist mit den SPACs und allem, was da läuft. Das ist ein Zock. Das sehe ich ähnlich wie zum Beispiel den Vergleich BYD und Geely. Die Geely sind, das ist überhaupt nicht überschaubar, was sie da in ihren ganzen Bilanzen haben, mit Gewinnabführungsverträgen, wie auch immer. Das ist ein Zock. Die BYD sind da besser, wobei sie bei mir halt im Moment nicht auch einfach nach Pause schreien. Ja, aber das ist, ich mache nochmal die Liste rein. Wo ist sie denn? Hier. Das sind bei mir die Aktien, auf die ich schauen will. MTU läuft meist sehr parallel zur Airbus. Die Airbus mag ich. Die Fraport laufen sehr parallel zur Lufthansa und ich mag die einen und die anderen. Also die haben für mich schlicht und ergreifend mehr Chancen. Eine Accor Hotel, ja, die machen jetzt ganz viele, ich bekomme da jeden Tag Mails von denen, ganz viele, keine Ahnung, Prämien-Dinger und sowas und versuchen die Leute wieder zu holen. Das ist in Ordnung. Canopy, tja, also wer glaubt, dass in Deutschland nur mit der Ampelregierung jetzt hier die Kifferaktien hossieren, ich glaube, dass Canopy und Tilray und wie sie halten, die falschen Werte. Das glaube ich einfach nicht. Alibaba ist natürlich immer momentan noch so schwierig mit diesem ganzen China-Zeug. Ja, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich finde, sie haben erheblichst verloren und haben immer wieder 10%, 15%, 20% Potenzial nach oben. Kurzfristig muss man aufpassen. Airbnb, ja, ich gehe im April nach Sevilla, auch wieder eine Airbnb-Wohnung genommen. Ja, ich mag Airbnb sehr. Activision Blizzard hatte ich besprochen, Accor auch, Ströer.
Ja, bin ich nicht so drin, mache ich rein von der Technik. Pro7, Werbeeinnahmen steigen. Das finde ich auch in Ordnung, ja. Boss, langsam gehen die Leute wieder einkaufen. Und ich mag das insgesamt. Also ich finde das sehr cool. Telekom, denke ich, hat jetzt ja auch langsam seinen Boden gefunden und mal wieder Platz für 2, 3, 4 Euro nach oben. Mag ich gern. Conti, eine Diva, ja, ähnlich wie Warta. Ja, wenn Conti mal läuft, dann laufen die 30, 40% oder Euro. Und jetzt sind die Conti momentan bei, wo sind sie? Bei 93,14. Ja, die kann immer noch mal kurzfristig runtergehen auf, sagen wir mal, 85, aber ich denke, die sind eher oberhalb der 100 anzusiedeln. Adidas, wie gesagt, habe ich neulich einen Film gemacht. Bayer, die Glyphosat-Geschichte und Banco Santander. Jetzt haben die am Kerl mal 130 Euro zu viel gezahlt, 130 Millionen Euro zu viel gezahlt. Aber ich glaube, das kriegen sie wieder. Das ist relativ einfach. Das ist nicht wie seinerzeit bei der Lehman-Krise mit der, was war das, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da waren es, glaube ich, 500 Millionen und die waren definitiv weg. Ja, man muss ja mal gucken, was da passiert. Ich habe nach wie vor, und da gucke ich jetzt hier auf Santander, auf BNP, auf Deutsche Bank, irgendwo ist hier noch die Commerzbank, müsste hier, was kann ich, warum hier nicht drinsteht, bin ich der Meinung, dass diese im Moment sehr hohe Inflation, gerade jetzt mal in Deutschland oder insgesamt im Euroland, dass sich die etwas reduzieren wird. Ich rechne nicht mehr mit einer nennenswerten 5 oder mehr als 5, sondern eher mit einer 4. Die wird nicht auf 2 oder 3 runtergehen, das macht die nicht. Aber die wird reduziert sein. Aber ich glaube, dass der Nominalzins steigt. Und das ist gut für die Banken. Auf einmal sind die Margen da wieder da. Commerzbank ist ein wunderbares Beispiel. Immer wenn die mal auch genau wie Lufthansa 10% verlieren von 6, was weiß ich, wo sind sie denn jetzt? Commerzbank 6,70 runter auf 6,20 kann man immer anfangen zu kaufen. Seit Wochen schon. Also ich mag das gerne. Das war dieser Teilbereich. So, jetzt habe ich der größte Teilbereich ist eigentlich der von den neutralen Aktien. Das sind die meisten. Und das sind alles Aktien, deswegen gehe ich hier gar nicht so großartig drauf ein, die, sagen wir mal, 3, 4% Potenzial nach oben haben und Risiko. Ich stelle mal eine Liste rein. Jetzt die Liste, ich habe die eben mal schnell geschrieben. Das sind gar kein, nicht, dass es falsch verstanden wird. Das sind gute Aktien. Eine Allianz liegt gut, BMW ist fein, eine Daimler fokussiert sich jetzt mehr auf ihr Grundgeschäft, nennen wir es mal so. Nur diese Werte, die ich hier nenne, die haben bei mir, sagen wir mal, 3, 4, 5% Potenzial, aber auch Risiko. Die geben mir nur einfach keine sinnvollen Signale. Deswegen, ich habe die nach wie vor auf meiner Watchlist und ihr seht, hier ist also auch die Alphabet, hatte ich vorhin drüber gesprochen, hier ist noch die Amazon, hier ist auch Meta-Plattform. Ja. Facebook investiert, ich glaube, pro Jahr 10 Milliarden in dieses Metaverse. Ja, Metaverse ist jetzt also der Heilsbringer für alle und wir laufen alle nur noch mit Masken rum. Aber ja, tatsächlich wird es wahrscheinlich so kommen. Nicht, dass wir mit rumlaufen, aber dass man viele Masken hat. Also ich wäre ehrlich gesagt, ich hatte mal so eine Maske auf. Da ging es darum, da wurde die Deutsche Börse umgebaut. Und da hat man mir auf einer Messe mal so eine Maske da in die, über den Kopf gestülpt. Ja, mir ist richtig schwindlig geworden. Ich fand es furchtbar. Und ich bin keine Achterbahn gefahren, sondern ich bin einfach nur so ein paar Meter durch die neue Börse gelaufen. Meins ist nicht. Nordex, ja, finde ich eine sensationell gute Firma. Laufend neue Aufträge, ganz, ganz toll, nur sie können halt nicht so liefern, denen fehlen dann auch noch die Teile. Und das ist jetzt für mich ein Punkt, so, da muss ich halt immer 3 Monate warten. Nichtsdestotrotz, wenn so ein Ding 4, 5% hier runtergeht, eine von diesen Aktien, da kann man probieren, da mal 10, 20% zu kaufen. Nur heute hier und jetzt sind die für mich nicht so interessant wie die Aktien, die ich teilweise vorher genannt hatte. So muss man das verstehen. Ja. Gut, also ich weiß nicht, wie viele Aktien das waren, das werde ich jetzt gleich nochmal ausrechnen, aber es war eine Menge. Ganz kurz, das muss ich euch sagen, es wird sich ein bisschen was ändern hier. Ich habe lange, lange mit mir gerungen, ob ich überhaupt, also ich habe es nie gemacht, dass ich Werbung zulasse. Jetzt bin ich aber bei Weihnachten hier mal durch die bayerische Landeshauptstadt gelaufen und da ist schon viel Leid unterwegs. Ja? Und da gibt es Suppenküchen und die werden auch nicht so richtig gesponsert. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich irgendwann im neuen Jahr damit anfangen werde, dass ich sinnvolle Werbung zulassen werde vor den Filmen oder wenn es lange Filme sind, mittendrin oder hinten dran. Und das werde ich am Ende des Jahres spenden. Ich glaube, da kann ich echt ein bisschen was Gutes tun. Die Welt werde ich damit nicht verdienen, aber ich mache das. Ihr könnt euch die Werbung anschauen oder ihr könnt sie so wegdrücken, macht, was ihr wollt. Aber ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil gerade so Suppenküchen oder die Ausbildung eines Blindenhundes oder was auch immer, das würde ich schon mal ganz gern machen. Und
Das habe ich also vor. Ansonsten bleibt grundsätzlich alles beim Alten. Ich werde jede Woche zwei DAX-Filme machen. Ich werde immer mal wieder Einzelwerte machen. Ich gehe alle 3, 4 Wochen auf das Gold, auf das Nasdaq, auf Dow Jones und wenn mir irgendwo was einfällt, dann auch noch da drauf. Ich muss am, wann ist es? Am nächste Woche Sonntag, also ich glaube der 9. oder der 10., muss ich wegfahren für unbestimmte Zeit, weil ich werde operiert. Und da wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Wir haben keine Ahnung, ob ich dann 2 Tage im Krankenhaus bleibe oder 4 Wochen. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, nächste Woche Sonntag oder vielmehr am Freitag schon mache ich den ersten und wahrscheinlich erstmal letzten Film für das Jahr. Da werde ich das auch nochmal annoncieren. Und ich kann es einfach nicht sagen. Und im Februar kommt dann gleich die nächste Operation. Sehr witzig, ja, die rechte Schulter, die will nicht mehr. Und die muss dann auch gemacht werden. Also die ersten 2 Monate, das ist eher Piekserei und Krankenhaus. Wahrscheinlich werde ich dann auch 10 Kilo abnehmen, alles das, was ich über Weihnachten zugenommen habe. Aber müssen wir mal gucken. Aber ansonsten ändert sich eigentlich nicht viel. Ich wollte mich bei euch bedanken, weil ich bin jetzt bei, ich glaube, 3600 irgendwas Abonnenten. Finde ich cool. Am Anfang letzten Jahres waren es, glaube ich, 2000. Also das finde ich schön. Ja, ich versuche hier weiter mir die Mühe zu geben. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Die meisten sind sehr nett. Manche sind unnötig. Ich lösche keinen Kommentar, außer wenn da wieder irgendwie so eine Kryptowährung reinkommt, die sagt, ja, vielen Dank für Ihren Kommentar und was ich noch sagen wollte, Krypto, bla bla, das schmeiße ich raus. Ansonsten lösche ich keinen Kommentar und freue mich über jeden, auch wenn er mal negativ ist, da muss ich durch. Ich wünsche euch ein ganz, ganz glückliches Händchen an der Börse. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen was zu beitragen. Und da gucken wir uns das Jahr 2022 mal an. Ich mochte 2021 nicht so sehr, das hatte aber andere Gründe. Und ich freue mich sehr auf 2022, bis auf die ersten 2 Monate. Da muss man gucken, wie das laufen wird. Aber auf jeden Fall wird sich sonst nicht so viel ändern. Also, alles, alles Gute. Bye, bye.